Hallo und herzlich willkommen bei den Sport 1 News, meine Damen und Herren. Wir starten durch mit den wichtigsten Meldungen des Tages, zusammengefasst im Newsflash. Und da gibt es Grund zur Freude beim FC Bayern. Robben gegen Zürich an Bord. Jupp Heynckes kann im Playoff-Hinspiel zur Champions League auf Arjen Robben zurückgreifen. Das gab der Coach vor dem Duell gegen den FC Zürich bekannt. Robben war zuletzt beim 1:0 der Bayern in Wolfsburg wegen Rückenbeschwerden ausgefallen. Götzewechsel kein Thema. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat allen Spekulationen um einen Wechsel von Supertalent Mario Götze ein Ende gesetzt. Man habe nicht die geringste Absicht, Mario abzugeben, da könne kommen, wer will, man würde jedes Angebot ablehnen, sagte Watzke der Bild-Zeitung. Zuvor hatte Manchester United sein Interesse am Nationalspieler bekundet. Der englische Rekordmeister soll bereit sein, rund 20 Millionen Euro für Götze zu zahlen. Fandl und Alofs lehnen TV-Beweis ab. Am Rande der DFL-Manager-Tagung in Frankfurt hat sich der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission Herbert Fandl gegen die Einführung des TV-Beweises ausgesprochen. Gerade an diesem Wochenende hat es sicherlich ein halbes Dutzend Entscheidungen gegeben, wo ich gerne mal gesehen hätte, wenn wir ein Gremium einberufen würden, das sich dem TV-Beweis stellen will. Da kann man so oder so entscheiden und da hätten wir heillose Diskussionen gehabt. Ähnlich sieht es auch Werder-Geschäftsführer Klaus Allofs. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass es Fehlentscheidungen gibt und in dem Falle, war sicherlich Wolfsburg, die benachteiligt worden sind, aber ich glaube, dass sie in einem oder anderen Fall dann auch schon mal vielleicht davon profitiert haben. Also ich glaube, dass ein Videobeweis, um das abschließend zu sagen, dass es nicht die Lösung ist. Finke dementiert Mohamed-Abschied. Der Sportdirektor des 1. FC Köln hat den Spekulationen um einen Wechsel von Verteidiger Josef Mohamed eine klare Absage erteilt. Zuvor war berichtet worden, Mohamed werde den Verein verlassen und sei vom Club freigestellt, um mit potenziellen neuen Vereinen zu verhandeln. Der 31-Jährige steht beim 1. FC Köln noch bis 2013 unter Vertrag und soll ein Angebot aus dem arabischen Raum vorliegen haben. Atletico will Diego zum Schnäppchenpreis. Spanischen Medien zufolge hat Atletico Madrid dem VfL Wolfsburg nun ein offizielles Angebot für den ausgemusterten Spielmacher Diego unterbreitet. Allerdings bieten die Madrilenen nur rund 5 Millionen Euro Ablöse für den Brasilianer. Trainer Felix Magath hatte immer wieder betont, er werde Diego nicht unter 10 Millionen Euro ziehen lassen. Der VfL hatte für den Spielmacher vor einem Jahr rund 16 Millionen Euro an Juventus Turin überwiesen. In der Lärmaffäre von Hoffenheim ist der Verantwortliche gefunden worden. Ein Mitarbeiter von 1899 Hoffenheim hat zugegeben, während des Spiels gegen Borussia Dortmund einen Lautsprecher unterhalb des Gästeblocks eigenmächtig zum Einsatz gebracht zu haben. Damit hatte er die BVB-Fans während des Spiels mit schrillen Tönen beschallt. Als Grund gab er an, ein Gegenmittel gegen die aus seiner Sicht nicht mehr erträglichen Beleidigungen einsetzen zu wollen. Der Störenfried selbst muss jetzt mit juristischen Konsequenzen rechnen. Der DFB-Kontrollausschuss hat bereits Vorermittlungen eingeleitet. Die Schallanlage ist mittlerweile von Hoffenheim an die Polizei übergeben worden. Nach Angaben der Hoffenheimer wurde diese Anlage auch in der vergangenen Saison bei den Heimspielen gegen Dortmund, Mainz, Köln und Frankfurt aufgebaut, zuweilen auch eingesetzt. Am Donnerstag, da spielt Schalke in der Europa League beim finnischen Rekordmeister HJK Helsinki und Sie, liebe Zuschauer, können live dabei sein. Ein Bundesliga-Aktuell-Spezial gibt es ab 18 Uhr und direkt im Anschluss dann das Spiel. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Spaß am heutigen Tag, sage bis bald. Tschüss.